Wir wollen eine Hafenrundfahrt machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Mit vielen Leuten auf einem Riesenpott. Am günstigsten die öffentlichen Fähren. 9 Linien durchkreuzen den Port Jackson. Wir entscheiden uns für die dritte Variante, auf einem kleinen Boot. Auswanderer Rudi hat vor 30 Jahren Australien mit dem Camper bereist und ist nach knapp 2 Jahren in Sydney hängen geblieben. Er bietet Touren für kleinere Gruppen an. Rudi lotst uns unter der Harbour Bridge durch, an der Oper vorbei und zeigt uns die schönsten Plätze. Sydney ist von einem bis zum anderen Ende rund 80 Kilometer lang. Die Stadt ist eingerahmt von Nationalparks und über 70 Stränden. Das Leben und die Mittagspause spielen sich am Wasser ab. Und hier die neueste Idee. Die mobile Kneipe auf dem Wasser, nur zu erreichen mit dem Schlauchboot. Nach 19 Kilometern durch den Port Jackson erreichen wir die Mündung in die Tasmanische See. An Wochenenden sind die meisten Sydneyer auf dem Wasser, ist aber noch nichts im Vergleich zu Silvester. Zu Silvester, wenn die Feuerwerke laufen, liegen hier so 7.000, 8.000 Boote. Man kann trockener Fußes über den Hafen laufen. Den allerbesten